abgeht. Und geht los. Wunderbar, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Minister, worüber wir gestern nicht gesprochen haben, wie ist denn die Diskussion um EDIS? Also wir haben bei EDIS gestern ausgetauscht die Positionen. Wir haben ja seit den letzten Monaten die Diskussion, in welcher Form wir die nächsten Schritte setzen können. Österreich ist in der Diskussion offen, aber wir haben natürlich auch die Skepsis insofern, dass es weiter notwendig sein wird, vorher die risikominimierenden Maßnahmen in Europa umzusetzen und erst dann auch über die Risikoteilung diskutieren zu können. Ist die Skepsis ähnlich groß wie in den Niederlanden? Also wir haben hier durchaus eine breite Basis, die dieselbe Position vertritt. Niederlande ist genauso in dem Bereich drinnen, aber auch andere Länder, Dänemark, Schweden, die hier genauso skeptisch sind. Und auch Deutschland hat ja eine klare Meinung, dass wir aufpassen müssen, in Europa nicht zu früh auch in diese Einlagensicherung zu gehen. Was heißt zu früh? Gibt es Parameter, wo man dann sagt, okay, wir haben diese Risikominimierung so weit erreicht, dass wir die Risikoteilung eingehen können? Also es gibt ja auch aus der Ratspräsidentschaft Österreichs klare Schritte, auch in Richtung der Risikominimierungen. Wir haben im Bereich des Bankenpakets und darüber hinaus auch Maßnahmen gesetzt. An denen wird es jetzt zu messen sein, wie auch die einzelnen Länder und auch die Institutionen in Europa sich positiv weiterentwickeln. Bei dem vollen Kredit ist man da so weit herunten, dass dieser eine Punkt schon erfüllt wäre oder noch nicht? Also aus meiner Sicht ist die absolute Höhe von notleidenden Krediten in europäischen Ländern noch überproportional hoch. Also da brauchen wir noch deutliche Entwicklungen. Ich glaube, es muss aber auch eine Situation sein, wo man die absoluten Werte und auch die dynamische Entwicklung mit berücksichtigt. Sehen Sie einen Zeitrahmen? Das ist ja ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre. Also ich gestehe, es wäre hellseherisch, jetzt zu wissen, wann welche Institutionen und welche Länder welche Ziele erreicht haben. Ich sehe nur großen Handlungsbedarf. Herr Minister, die rumänische Präsidentschaft hat auch ein Papier in Auftrag gegeben. Es geht um Arbeitsmigration. Darüber wollen Sie heute auch sprechen. Das Thema wird quasi identifiziert, aber was kann man grundsätzlich dagegen tun? Also grundsätzlich ist das, was hier diese Studie zeigt, glaube ich, eine sehr gute Informationsbasis. Es wird heute auch, glaube ich, eine sehr breite Diskussion darüber stattfinden. Wir erkennen in dieser Grundlage, dass es natürlich für beide Seiten Vorteile, Nachteile gibt. Und unter diesem Aspekt müssen wir auch für Österreich wahrnehmen, dass natürlich auch in dem Bereich es Vorteile hat, wenn Talente aus Europa nach Österreich kommen. Wir brauchen diese auch als Fachkräfte für die österreichische Wirtschaft. Auf der anderen Seite steigt der Bedarf auch im Sinne der budgetären Kosten, was die Integration betrifft. Umgekehrt Länder, die hier Arbeitskräfte verlieren, Talente, aber auf der anderen Seite, wie man weiß und auch dieser Studie auch erkennt, Rückflüsse letztendlich auch aus den Einkommen in anderen Ländern. So gesehen, glaube ich, wird es notwendig sein, hier durchaus offen, konstruktiv auf Basis dieser Studie zu diskutieren. Aber gibt es konkrete Instrumente, um diese Probleme anzugehen oder gibt es Überlegungen, hier dieses Ungleichgewicht auszugleichen? Nein, ich glaube, der wichtigste Faktor dabei wird sein, dass man gerade in den Ländern, wo Wissensverlust, Braindrain in dieser Studie dargestellt, genannt, stattfindet, dass man in diesen Ländern natürlich noch stärker Strukturreformen vorantreibt, um sicherzustellen, dass diese Abwanderungen auch in diesen Ländern sich abschwächen. Was heißt Strukturreformen in diesem Zusammenhang? Also ich gehe davon aus, Strukturreformen in allen Bereichen. Das sind Infrastrukturthemen, das sind Bildungsthemen, das sind auch Innovationsentwicklungsthemen, um damit auch in diesen Ländern eine Stärkung der Wirtschaft zu erreichen. Aber an der Freizügigkeit der Arbeitnehmer in diesem Bereich wird nicht gerüttelt. Also aus meiner Sicht, das ist ein Grundrecht und einer der wichtigsten Pfeiler auch unseres Binnenmarktes, auch unserer Europäischen Union und ganz besonders auch im Bereich einer Währungsunion, wo wir gefordert sind, auch gemeinsam diese Offenheit zu leben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor für Europa. Der Minister wird heute noch einmal Brexit zur Sprache kommen. Am Rande gehört der Finanzminister hat nichts direkt damit zu tun, aber es überlagert ja ziemlich alles und ist ein wichtiges Thema. Also es war gestern im Rahmen der Sitzung auch ein Thema und Diskussionspunkt. Ich erwarte nicht, dass es heute noch einmal ein formaler Diskussionspunkt sein wird. Aber Sie können mir glauben, es gibt keine Pause oder keine auch noch so kurze Unterbrechung, wo nicht in irgendeiner Form das Thema Brexit diskutiert wird. Ich habe gestern Abend auch mit Philipp Hammond noch einmal das Thema diskutiert, auch die österreichische Position mit ihm ausgetauscht. Also so gesehen vergeht keine freie Minute, wo dieses Thema uns nicht aufkommt. Und hat Hammond gesagt, er ist für ein zweites Referendum? Also wir haben über viele Varianten diskutiert. Ich habe ihm klargestellt, dass wir aus österreichischer Sicht
zu einer möglichen weiteren Verlängerung und sozusagen Verschiebung klare inhaltliche Entwicklungen brauchen, damit wir auch überzeugt sind, warum es noch einmal sinnhaft sein sollte, eine Verlängerung zu geben. Derzeit erkennen wir es nicht. Philipp Heymann hat mal zugesagt, er wird in den nächsten Tagen auch uns noch stärker informieren und überzeugen über die Entwicklungen in UK. Danke. Dankeschön.